Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind hier beim Kaffee ohne Simulator wieder zurück und ja, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun, vorzubereiten. Uns haben wieder viele, viele Leute wieder nützliche Tipps gegeben, die wir natürlich gerne ausprobieren wollen. Als erstes wird mich wirklich interessieren, wie kriegen wir unseren Angestellten, den haben wir jetzt natürlich gefeuert, der gibt es im Moment nicht mehr, wie kann ich den hier platzieren? Ne, also ich habe ja schon versucht, das Teil hier auszuwählen. Ach ja, jetzt geht's. In der letzten Folge habe ich so oft angewählt. Ah, Moment. Stopp. Klar, sorry, we are closed. Deshalb kann ich den jetzt auswählen. Weil während der Öffnungszeit kann ich den überhaupt nicht bewegen. Habe ich doch gewusst, dass wir den hier auch hin platzieren kann. Dann würde ich doch sagen, dann drehen wir noch ein bisschen und stellen hier schön an die Seite. Hier im schattigen Plätzchen, oder? Ein bisschen schattig, ja. Der knallt auch der Shop nicht so schnell, ne? So. Und dann kann man hier die Leute spazieren gehen. Und ich könnte hier Tische hinstellen, hat auch jemand geschrieben. Aufsam. Möbel. Das sind so ein bisschen Außenmöbel, oder? Hier eigentlich. Oder gibt's denn noch was? Guck mal, was da auch so schöne Tische. Hab ich noch nie da runter gescrollt. Hier, die sind auch nicht schlecht. So Bänke, aber das ist so. Hat so ein bisschen was von Huga jetzt. Ja gut, das wird jetzt hier draußen ein bisschen dämlich aussehen. Was ist das eigentlich für eine Aufmachung mit Niete dran? Bestimmt so ein Rockschuppe oder sowas. Was ist das? Koper. Ist das eine Klimaanlage? Wahrscheinlich. Sessel. Couch. Oh, Fernseher. Warum habe ich hier noch nie runtergescrollt? Das ist jetzt die Folge 13, glaube ich, oder so. Also, eine Shisha. Raspberry. Okay. Raspberry ist ein Heidelbeeren, oder? Sehe ich das falsch? Das Jahr 2023, wunderbar. Mal gucken, ob sich das nächstes Jahr verändert hat im Game. Aber warum haben wir hier so viele Shishas? Was soll denn das? Den könnten wir hier hinstellen, ne? Aber wozu? Sehe ich gerade nicht, warum. Aber hier draußen, ich glaube, das war doch drauf. Das ist doch so ein bisschen Außenbereich auch, ne? Wie viel Geld haben wir überhaupt? Ich muss erst mal gucken. Die Wiese geht auch nicht. Jemand hat doch gesagt, ich könnte hier Bänke hinstellen oder sowas. Das ist alles rot, oder? Ja, ist rot umrandet. Stellen wir sie hier zwischen den Müll? Ne, zwischen die ganze Palette und so. Keine Ahnung. Was ist das für Material hier alles? Kann ich hier was bauen noch oder was? Vielleicht eine Rollschuh-Disco oder sowas, ne? Das wäre doch nice, hier draußen zu sitzen, oder? Aber vielleicht muss hier noch was vorbereitet werden dafür oder sowas. Nur das steht nicht schlecht. Da können die Leute hier spazieren und gibt es hier Parkbänke. Kann man gucken, ne? Dass ich hier total auf dem Holzwurm bin. Weihnachtsdeko, super, das ist das, so denke ich jetzt gerade dran. Was haben wir, draußen, ja, aktuell haben wir hier gerade 27 Grad, soll aber jetzt am Wochenende ja bis zu 40 Grad hochgehen und ich denke jetzt gerade an Weihnachtsdeko. Ja, das kommt gut. Muff, hätte ich jetzt gesagt. Was haben wir das früher genannt? Muff. Können wir doch hier, renaissance-mäßig sitzen und speisen. Unglaublich, was alles für Unterschiede gibt, ne? Aber, ne, so wirklich funktioniert das nicht. So, egal was. Ne, alles rot. Egal. Lassen wir das mal da stehen. Moment, da müsste ich auch hier eigentlich auch Personal zuweisen können. Einen Mitarbeiter, richtig. Wir haben aber keinen. So, deswegen müssen wir natürlich ganz schnell wieder da rein. Verwaltung. Headhunter bezahlen. Nehmen wir einen, der ein bisschen motiviert und schnell ist. Anstellen. Guck mal, was hier wieder Prämie bezahlt werden muss. Ich bin nur noch am Kohle ausgeben. Was soll denn das? So, jetzt will ich aber, dass die Leute hier mir Kohle reinbringen, aber ohne Ende. Und zwar ganz schnell. So. Feuer. Nein. Nein. Jetzt gehen wir hier drauf. Genau, so ging das auch. Das ist wahrscheinlich das Inventar. Der Teig ist wahrscheinlich der, also das Inventar vom Teig hier
ist wahrscheinlich dasselbe wie in meiner Küche drin im Restaurant, gehe ich mal davon aus. Also darf ich hier nicht immer davon ausgehen, komm, wir machen hier nichts, oder? Stimmt, dann haben die drin auch nicht. Jetzt machen wir natürlich alles, da bin ich eiskalt, da kann ich nichts. Ach, hier geht's auch. Ne, doch, 124 bis 80, geht doch noch. Haben wir alles bisschen. Die Zwiebel war noch ein bisschen wenig. Soße. Das haben wir viel Geld ausgegeben schon wieder, mein lieber Mann. So, die Jessica macht das hier draußen. Jessica, wünsche dir viel Spaß. Ich muss jetzt erstmal rein. LG ist wieder da. LG, komm, rühr mal. Rühr. Okay, das habe ich schon wohl erschreckt. Ich hatte wohl Mundgeruch gerade eben, keine Ahnung. Was ist, warum steht der? Ach, das ist der Hausmeister, ne? Der steht also immer standardmäßig draußen. Ja. Das gefällt jeder Mietz. So, bevor wir aufmachen, natürlich ganz kurz reingucke. Ja, 17. Der Bestand sah ich gerade eben auch bei dem Imbiss. Also ich glaube, das ist dasselbe Bestand, wenn dann Käse noch mal ein bisschen. Teig noch ein bisschen mehr. Das wird ja da drin auch gebraucht. Also im Restaurant drin. Irgendwas noch ziemlich wenig. Eier ist mal genug. Eier sind ja so empfindlich, Zeug, ne? Das muss man schon sagen. Ja, okay. Dann tragen wir das mal ins Kühle. Was? Ja, Kakerlake? Ih, man hört hier sogar laufen. Ich hab da auch noch die Kopfhörer auf. Das hört sich ganz ekelhaft an, wirklich. Oh. Ja, die Kakerlake hatte man nicht abgeschaltet, weil die bis jetzt noch nicht da waren. Da dachte ich, komm, ich schalte die nicht ab. Die Ratten, normal, was darf man nichts abschalten? Man muss alles spielen, wie das Spiel es hergibt. Aber ich finde es nervig, diese Ratte zu jagen, wirklich. Also. Nur, dass hier die Bude wieder voll ist, ordentlich, gleich. Und in dem Moment, der Tänzer ist immer noch da. Wie lange bleibt er eigentlich? Oder bleibt er jetzt für immer, für das Geld? Komm, das eine Kistchen noch und dann machen wir mal schnell die Kakerlake weg. So, in dem Moment, wo wir aufgemacht haben, geht auch wieder die Elektrotechnik kaputt. Das wissen wir ja schon. Nicht genug Platz, das gibt's also wirklich. Kann ich denn hier? Wo kann ich den Falle doch? Okay, doch. Oh, oh, doch, da. Die Ketchup, okay. Jetzt sind natürlich die Flasche kaputt mittlerweile. So. Da haben wir natürlich. Kakerlake sind alle weg. Ist null, okay. Haben wir den schön in der Küche rumgesprüht mit dem Zeug, ne? Licht ist an, okay. Läuft da jetzt die Automatik vom Licht oder nicht? Ich bin da nie so sicher. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ist hier eigentlich. Also das Regal ist auch schon wieder ziemlich leer. Der Getränkeautomat muss ich auch mal gleich kurz kontrollieren. Kontrolletti ist schon ganz gut. Wie sieht es bei dir aus hier? Ne? Ja, Käsekuchen ist noch ein bisschen da. Vielleicht kann man noch mal Käsekuchen nachbacken. Vielleicht haben wir noch Platz. Käsekuchen haben wir. Erstmal nur genug holen. So, fülle die Ablage. Mit Käsekuchen. Ja, okay. Wie sieht es mit Kaffee aus? Da können wir noch überall ein bisschen lassen.
Nachkaufen. Zucker ist wieder ziemlich voll. Letsche, also Milch, auch. In Chinesisch Nuanai. Nuanai ist Milch, ne? Da hab ich nicht gerade den Mund zugemacht. Kaum ist offen, dann gehen auch die Sachen wieder kaputt. Nimm die Ablage, geh zum Regal. Okay. Das haben wir nochmal voll gemacht. Da ist er schon. Hä? Wo? Ne, draußen regnet's. Aber irgendwo ist auch was kaputt. Es scheint unten zu sein, ne? Also hier ist nichts. Okay. Also ich schwöre euch, wenn der Kühlschrank jetzt wieder in Kürze wieder kaputt geht, dann habe ich den zum fünften Mal oder was repariert. In kurzer Zeit relativ. Ich habe ja auch den Tipp bekommen, ich glaube Evelyn war es wieder. Evelyn macht mir unheimlich viele Hilfeleistungen. Hier ist dreckig, hallo! Und sie hat gesagt, man kann auch von der Distanz die Tische abräumen. Ich weiß jetzt nur noch nicht wie. Ne, also ich bin jetzt ganz weit weg. Ich wüsste jetzt nicht wie. Geht das wirklich so? Also ich muss jetzt doch wieder nah rangehen. Also ich weiß nicht, wie man von der Distanz die Tische abräumen kann. Da liegt Müll, das ist unser... Ah, da, ach, der war ja schon da, das war er ja gerade. Ich dachte, das wäre ein anderer. Ich dachte, das wäre ein Gast. Das sieht lecker aus, oder? Das sieht so lecker aus. Mädel. Mit der Gabel. Manch, nimm doch das Ding in die Hand. Das ist doch... Wir haben Serviette, das ist kein Problem. Ich glaube, ich werde jetzt... Oh, naja, bei der Gelegenheit Rechnungen bezahlen, wie immer. Und draußen den großen Müllcontainer gleich leeren zu lassen, ja, weil das geht wieder schnell. Komm, da helfe ich jetzt mal meinem Kollege. Na, Jacqueline, nee, wie hieß sie noch? Aber 13 von 15 Pizza, was ist los? Warum knallt das nicht in der Tüte? Inventar, genau. Oh. Ach so, das muss ich ja über den Shop wieder kaufen. Okay. Ein bisschen blöd, ja, aber da muss ich halt jetzt mal da rein. So, nochmal Inventar. Da 10, 7, 13. Okay, Ironbound und Dr. Puber. Ja, der ganze Rest eigentlich, okay. Ironbound, Dr. Puber. Der Regen hat diesmal schnell aufgehört. Das muss wohl an unserem Regentänzer, hat er gesagt, unser Sonnentänzer sein hier. Guck das schnell mal an, das ist doch Wahnsinn, oder? Das Schild wäre nicht beschrieben. Kann man den dann beschreiben? Wo habe ich den Tänzer eigentlich her?
Sie können einen Hausmeister, der kann man nur feuern. Hier oben steht nur der Hausmeister, mehr nicht. Wenn man zwei ist, ist auch gut, ne, übrigens. Ich habe echt schon wieder vergessen. Der Tänzer. Wo habe ich denn eigentlich her? Wo habe ich den Tänzer eigentlich her? Ich weiß schon gar nicht mehr. Okay. Also ich gehe davon aus, dass man das Schild sowieso nur beschreiben kann. Ja klar, der steht dort, steht nichts drauf, ja, und so weiter. Und die Leute gehen alle da rein und denken, da drin gibt's nichts. Ne? Eben das, was da drauf steht. Nicht genug Ausrüstung zum Kochen. Wo, ja, woher? Ist da was null? Ja, Ketchup haben wir doch noch in der Kiste. Mann! Burger? Oder ist das doch ein anderes Inventar? Das ist Burgerfleisch. Und der Kühlschrank schon wieder. Also, wir müssen einen neuen Kühlschrank kaufen. Es hilft gar nichts. Ja, Suppe. Suppe, wir kriegen unser Ketchup nicht gegriffen. Nicht dort, wo er liegt. Also irgendwas muss doch leer, da war jetzt gar nichts leer. Das Fleisch ist es doch draußen, der Verkaufsstand. Und er läuft nicht analog mit unserem Kühlhaus hier. Ist da irgendwas leer? Nee, aber was soll dann diese Meldung? Das gibt's doch wohl nicht. Aber offensichtlich ist der Bestand doch unabhängig vom Kühlhaus. Also ich müsste das echt alles nur richtig kontrollieren, keine Ahnung. Was machen wir bloß mit dem Dreckding? Also ich will jetzt... Das haben wir die, ja, das nutzt nichts. Einfange den Kühlschrank nutzt gar nichts. Das steht schon mal fest. Ja, der ist auch noch wieder da. Also beim nächsten Schließen muss der Kühlschrank ausgetauscht werden, würde ich mal fest grob behaupten jetzt. Gegen eine bessere, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes, schlechtes war oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Ist auch wieder ziemlich leer, das wird gut gekauft. Trotzdem, mein Geld immer weniger wird, ne? 7 Flaschen Wasser haben wir noch drin. Machen wir das mal auf 15. Die Chips machen wir mal auf 20. Und die Schokolade, das sind ja so Süßmolche hier. Ah ne, wir sind schon voll, okay. Ja, 25 Artikel können noch rein. Dann machen wir hier mal ein bisschen mehr Schokolade rein jetzt. Und wieder Wasser, ich hoffe, die trinken Wasser. So Schleckermolche, wie das hier sind. So, Regale sind wieder voll. Und wie sieht's da oben aus? Oder wie wir hier bei uns sagen, da oben? Wir sammeln permanent Geld auf. Permanent muss ich Waren nachfüllen, aber das Geld wird nicht höher. Vielleicht sollte ich mir doch langsam mal um die Preise Gedanken machen. Gehen wir doch mal kurz rein. Ausgebremst kurz, zack. Oh, wir brauchen noch eine Pizza, dann haben wir die Aufgabe erfüllt. Also Pizza kostet hier mindestens 10 Dollar. Cheeseburger. Aber wir rollen in die falsche Richtung. Mann, ist das so... Ich rolle nach unten und das dreht sich alles nach oben. Also das ist total irritierend. So. Wo sind wir dann jetzt?
Pizza, Pizza, Pizza. Cheeseburger 9. Hamburger 8. 9. Mann, mein Hund muss schon jetzt drehen. Also das macht eben total Kirre. So, 8. Hier kostet alles mindestens, dass der 8, der 8 Dollar Kaffee ist das. Das ist 8 Dollar Kaffee. Wir werden jetzt bald den Namen umbenennen in das 8 Dollar Kaffee. Aber offensichtlich ist hier alles so günstig. Es sind ungelesene Briefe in der Post. Ah, das ist Fußfessel. Okay. Das geht aber wieder weiter. Jetzt weiß ich schon mehr, wo ich war, Mensch. Alles macht hier durcheinander. Pasta, kann man ruhig. Verschwinde mal mit diesem ganzen Namen. Pancakes, 6 Dollar mindestens. Ja. Käse-Sticks, klar. Wollen wir mal gucken, ob das Geld jetzt nach oben geht. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir permanent Geld verlieren, anstelle aufzubauen. Wenn wir ja schauen, ob das Trinkgeld dann plötzlich weniger wird, wenn alles teurer wird. Kohle haben die Leute ja offensichtlich. Oh, das sieht gut aus. Sieht aus, ein schöner Salat mit Schafskäse. Da fällt mir jetzt gerade ein, was esse ich heute Abend wieder. Na gut. Wir haben ungelesene Post. Da bietet uns wieder jemand einen Job an. Das ist gut. Können wir bestimmt bald wieder gebrauchen. Irgendwas wollte ich. Achso. Fastfood-Festival. Verkaufen Sie 15 Burger an Besucher. Naja, hier läuft's gut. Da könnte doch eigentlich. Oh je. Irgendwie reinige mir gar nicht mehr nur, also nur die Fläche vom Kaffee. Das wird irgendwie immer größer, alles, ne? Ah ja. Die bringen echt schon mal gute Kohle. Diese Dosen. Jo. War der erste Part. Junge, Junge, ist das eine große Fläche hier.
Aber schön, ne? So kann man ein schönes Café draus machen. Aber der Auftrag bringt mindestens $10.000. Das kann man gut gebrauchen. Geht nicht. Komm ich schon nicht dran. Aber die hat wieder Geld gebracht, die Dose. Die Dosen mit Geld, die findet man meistens irgendwo an komischen Ecken, wie hier. Aber das Geld nehmen wir hier gerne mit, ist ja klar. So, ja, kann man schön draußen sitzen, ne? Was ist da draußen? Naja, geht. Parkplatz, Straße. Dann machen wir erstmal alles, was hier außen ist. Ganz. Gerne auch das, was alles oben ist. Ein Schlag und das Dach ist ganz. Das ist natürlich sehr praktisch. Ah ja, können wir sogar entlang laufen da draußen. Ist ein bisschen schmal, aber es geht. So, einen Vorstand gab es nicht. Also ich muss gleich natürlich wieder mein... Ich mache die gleich mal auf, die Aufgaben. So, dass wir sehen, wo wir, wie weit wir sind. Ja. Da gab es nicht mehr. Nee. Dann können wir springen. Zack. Und da fangen wir nicht irgendwo an, da fangen wir richtig an. Ah ja, der letzte, achso, die Leiter war das. Die Leiter steht im Weg. Okay. Schauen wir mal gleich, ob es außen noch was gibt. Ja, sieht alles gut aus.
Nö, gut. Dann können wir. Da geht's drin weiter, ne? Ah, jetzt ist es ein bisschen angenehmer, ruhig. Räumen wir erstmal den Müll weg. So, haben wir es gleich. Gereinigt haben wir 100%, das ist schon mal gut. Jetzt geht es natürlich richtig los. Wände, Decke und das ganze Pipapo wieder. Ja, dann gucken wir doch mal. Wände. Okay, da ist nichts mehr. Machen wir jetzt gar kein Fetz. So, dann hätten wir das auch. Machen wir gleich mit der Decke weiter erstmal. Dann sind wir hier in dem Bereich Decke. Oh Gott, das ist nicht alles so das Ideale, aber der wird schon Kirre wäre, wenn ich mir so eine Decke hinmachen würde, ne? Komm, machen wir halt wieder das. Wir haben es gleich, Freunde. Da haben wir die Kohle schnell verdient. So, das haben wir auch. Der Boden. Was haben wir da nochmal? Was war das? Flur war das, ne? Genau, hier. Ja. Tja, war es auch so ein kitschiges, avantgardistisches Muster rein. Dann haue ich mit meinem Hämmerchen einen Boden kaputt. So, dann machen wir doch mal wahlweise dazu. Also beim Hotelrenovator hat das jetzt Sinn ergeben, ne?
Weil da kommt man wirklich ganz toll irgendwie, also das hat schon, man hat es gesehen. Der Luxus, wenn ich Marmor benutze, das hat geglänzt und so weiter, ja. Also war nicht schlecht beim Hotelrenovator. So. Passt nicht wirklich zusammen, aber naja, ist ja auch nicht unser Café. Da kann man nicht rein. Ich dachte, da geht's weiter. WC ist nicht dabei. Biotoilette. Ah, drei Stück. Dann stellen wir die gleich schon mal draußen hin. Da haben wir das schon mal abgehakt. Amazon. Was war das? Möbelar oder was? Ne, WC war das. Der Kollege will nur drei Biotoiletten, okay? Jo, das haben wir abgeschlossen. Also wir haben nur diesen... Was ist denn das? Warum leuchtet das denn jetzt? So, wir haben nur diesen Raum zur Verfügung. Warte mal, wie sieht es eigentlich aus mit Lampen? Drei Stück. Hängen wir die gleich rein. Deckenleuchten natürlich. So, zack. Zack. Und eine in der Vorraum natürlich noch. So. Haben wir die auch erledigt. Was muss jetzt hier alles rein? Spülen, zwei Spülen, weil wer will dann zwei Spülen? Wie fangen wir hier am besten an? Fangen wir da hinten an, komm, ist egal. Ach, das ist wahrscheinlich der Kühlraum. So, dann gehen wir mal in Küche, ein Kühlschrank. Na? Nicht so rumzittern, bitte. So, einen Kühlschrank haben wir. Nein, der will zwei. Oh Mann. Ach, das ist doch... Machen die alles absichtlich, ne? Ofen, eine. Dann kriegt er auch nur eine. Friteuse, eine. Wo ist die Friseuse? Da. Das war keine Fritteuse. Für der Verkaufe. Nee, der wäre jetzt umsonst. Das war. Da, das ist doch Fritteuse. Grill, zwei Stück. Meine Güte, das ist doch Grill. Ventilatoren. Da sind sie. Ventilatoren. Brauchen wir hier vier Stück. Aber das ist eh klar. Ja, passen aber nur drei hin. Dann machen wir den Ventilator dahin. Hängt schön. Ja. So, spülen. Eismaschine. Okay, dann nehmen wir zwei Tische erstmal. Tisch haben wir erledigt. Zwei Spülen. Junge, Junge, wird das wieder eng. Das wird wieder so eine enge Kiste. Ja, das Fensterfront hier, da kann man hier normal was nichts vernünftig hinstellen. Der ganze Raum wird nur genutzt für Küche. Das ist total bescheuert irgendwie. Guckt euch das mal an. Aber eigentlich müssen wir das ja gar nicht. Weil wir wissen ja, man kann es auch so hinstellen. Und persönlich finde ich das eigentlich. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Persönlich finde ich es eigentlich besser. Weil, da haben wir vorne noch ein bisschen Platz, weil das ist ja schon zur Platzverschwendung ohne Ende. Zwei Schränke noch, oh je. Aber dann kann man ja Hängeschränke nehmen. Ohne drunter geht nicht, hey, schade.
Wo können wir denn andere Schranken hängen jetzt? Oh, jetzt wird's eng. Suppe. Eine Eismaschine noch. Da haben wir die Küche erledigt. Da ist auch die Speiseeismaschine. Die passt da drunter. Hoffentlich. Nee, geht nicht mit dem Kühlschrank. Stell mir so vors Fenster, was soll's. Küche wäre erledigt, 100%. So, innen jetzt die 5 Tische bitte. So, dann wollen wir gleich mal wieder. Gibt es natürlich wieder nur Standardtische, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Da, der Rest muss er selber kaufen irgendwann, ne? Die Deko, machen wir einmal dieses Bild hier. Und dieses Bild hier. Deko wäre fertig. Unterhaltung 2. Was war, das war Unterhaltung, ne? Gibt auch noch ein TV-Gerät. Das stellen wir hier hin. Das blaue Spiel. Und eine Registrierkasse. Da haben wir jetzt kein Problem. Aber das ist kein Problem. Da haben wir nur ein bisschen dämlich gehandelt hier. So. Na. Da haben wir hier noch einen Tisch. Mal gucken, ob die Registrierkasse jetzt da hingeht. Das war mir fast klar. Dazwischen geht nichts mehr. Oh, jetzt wird schwer. Habe ich ein bisschen zu schnell gehandelt. Geht das da noch neben dran? Nee. Da geht gar nichts mehr. Dann müssen wir anders tun. Ja, stellen wir den einfach hier so von dann hin. Jetzt müsste eigentlich hier die Theke reingehen. Ja, falsch rum. Wir haben das alles voll, das alles voll, das alles voll, das alles voll. Wir können ja, Geld 11.000 haben wir bekommen. Dienstag, ein neuer Tag. Wir schauen immer hier auf die Wand. Hier soll bestimmt mal jemand ein schönes Bild hin. Das soll ich mal genau hier in eins hinhängen. Weil wir jedes Mal neu starten, dann schauen wir wenigstens was Interessantes drauf. Ne? So, hier ist jetzt wieder alles geschlossen. Das war ja wieder klar. Und dann als nächstes würde ich gucken, dass wir hier Inventar, ein bisschen Dekoartikel, ein bisschen reinbekommen. Jetzt haben wir ja gut Kohle. Dass wir hier noch ein bisschen was investieren, was sinnvoll wäre. Ja, und würde ich sagen, dann hoffentlich, dass ihr wieder mit dabei seid, dann schaut das euch mit an, dann machen wir hier weiter in dem Game und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen, ganz einfach so, ne, ganz grob gesagt. Vielen Dank, bis bald wieder, ciao.